Welcome to Sweden. Der Kurs. Wir haben insgesamt 5 Euro Kommission bezahlt, aber wir haben zusammen gewechselt. Ich zeig euch mal das Geld hier. Sieht auf jeden Fall besser aus als dänisches Geld. Wir haben jetzt was Krasses vor. Wenn das jetzt klappt, dann haben wir auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ich zeige euch mal was. Die einen oder die anderen haben das bestimmt irgendwo im Internet gesehen. Ich glaube, das war bei Galileo oder so, keine Ahnung. Hier drinnen kann man einfach schlafen. Das ist einfach komplett ein Hotel. Das ist geil. Sweet. Boah, das war immer schon mein Traum gewesen. Wir haben das einfach jetzt durchgezogen. So, dann wollen wir mal eine Runde drehen. Im Flieger. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Das muss man einmal erlebt haben. Wo ich das jetzt zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, ich muss da auf jeden Fall hin. Und hier bin ich jetzt. Da hinten ist auch direkt der Flughafen. Ganz ehrlich, ich feiere dieses Hotel auf jeden Fall. Wir gehen mal weiter. Wir sind jetzt direkt auf der Turbine drauf, auf dem Flügel. Ich weiß zwar nicht, wem das eingefallen ist, diese Idee, aber ich feiere diese Idee. So, ich gehe mal durch. Die Durchfahrt ist auch krass. Wie in einem Flugzeug, hier ist einfach nur Duschordnung mit dabei. Geil. So, wir sind jetzt draußen. Guckt euch die Scheiße mal an, wie geil das einfach ist. Aber das Nachteil ist, hier gibt es einfach nichts in der Umgebung. So sieht's aus. Wir müssen jetzt mit dem Bus zum Flughafen, sind eh 5 Minuten, also ist nicht weit entfernt. Und da müssen wir dann einkaufen, damit wir die Nacht hier überleben. Wir sind jetzt auf der Jagd nach Essen, er schaut sich ganz fett um. Ich will dem nicht begegnen, sonst ist der, glaube ich, mich auch aus. Ich habe hierfür umgerechnet 7 Euro bezahlt. Rüsa musste natürlich mehr kaufen, der hat um die 10 Euro bezahlt. Ja, bitte, guck mal, was ich alles habe. 2 Burger, 1 Pommes, 1 Cola. Aber seine Burger sind so. Ja, auf jeden Fall so. Also so lange für den Scheiß. Aber die Preise sind auf jeden Fall genau wie in Deutschland ungefähr.
die anderen Restaurants hier. Wir bekommen noch Rabatt, weil Kirch hat Sponsor von McDonald's. Hier direkt ist der Flughafen. Also man kann das direkt live miterleben, wie Flugzeuge starten und wie die Flugzeuge landen. Hier in den Turbinen kann man auch schlafen. Ich glaube aber, die waren alle besetzt, denn man hat uns spontan so diesen kleinen Raum da gegeben. Hier kann man sich auch hinsetzen. Hier ist noch ein Raum. Dieser Flieger war um die 30 Jahre in Betrieb. Das ist geil, wie groß der Flieger ist. Die haben auf jeden Fall deutlich größere Zimmer. Ich glaube, das sind aber Suites. Ich zeige euch das mal. Das war früher ein Flugzeug von Singapore Airlines. Ist das nicht krass? Einfach am Cockpit schlafen. Ganz ehrlich, ich finde das jetzt zu krass. Das ist der First Class Lounge gewesen damals. Jetzt ist das, glaube ich, so ein Kinoraum. Man hat auch eine eigene Terrasse, wenn man die Street mietet. Die Nacht war auf jeden Fall geil. Das war eine richtig geile Erfahrung. Was sagst du dazu, Rüsa? War geil, ne? Muss man auf jeden Fall einmal erlebt haben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man lieber da im Cockpit schlafen. Ich sag, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man am Cockpit da schlafen. Ja, okay. Wir haben jetzt, wie viel haben wir bezahlt? 110 Euro, ne? 110, ungefähr 110 Euro umgerechnet haben wir bezahlt.